So, wir machen gleich jetzt weiter, bevor wir hinterher. So, wir haben irgendwas mit Zettel 3. Ich verstehe den Zettel nicht. 7, 5, 2. Also 3, 7, 5, 2. Und wie kommen wir jetzt da durch? Thomas, sagt mal, wer das ist, Punkte. Das erste von oben ist wie viel? 3. Oder wo ist? Bei 3. Das zweite? 7. 6, 7. Das vierte? Dritte meine ich. 5. Das letzte? 2. Jawohl. Das war's. Oh, das ist der Raum. Das ist das, was ich gemeint habe. Da musst du rennen die ganze Zeit. Cool. Aber man kann ja gar nicht unendlich sprinten, außer man heißt Chris. Ich hab das ab und zu, ich weiß nicht warum. Exit, Exit, Exit. Und aus den Türen kommen Monster, oder wie? Ja, keine Ahnung, wir müssen da gehen. So, das jetzt. Da hinten ist Gitter gelaufen. Es ist zu. Einer muss stehen bleiben. Zwei müssen stehen bleiben, einer muss durchgehen. Da steht eh an der Wand. Zwei müssen stehen bleiben und die andere rennt durch. Ist schon durch? Ja. Und jetzt? Was ist nicht? Erinnere mal da. Ich dachte, das ist nass, geht nass. Vielleicht ist irgendwas zum Drücken oder so, Thomas. Ja, doch, da geht was auf. Oh, oh, oh. Ich bin tot. Jetzt gehen alle Türen auf. Du kannst mir endlich sprinten. Ja, aber ich konnte nicht. Ich musste mich anscheinend opfern. Ich konnte ja nicht mehr weg. Falsch. Das Gitter war ja zu. Ich wurde gefressen. What? Ich kann noch mehr reden. Ich bin tot. Ich kann weiter reden. Was? Oh, oh, oh. Hilfe! Wechselt mal die Perspektive. Okay, bin ich. Hä? Hä? Ich bin ruhig von Kopf weiterrennen können, aber auf einmal ist Monster auf mich zugegangen. The fuck? Kettensäge! Hängen? Bist du da hier gelandet? Ja, die Kettensäge brauchst du mal aufschneiden, Chris. Ja, du gerade. Wie, da unten müssen wir rein? Ja. Seh nix. Bin ich wie kein Grant. Weiter geht's! Bin voll das Viech reingrennt. Ey, wo bin ich? Du hohen Tür, Alter, komm mal durch. In der Kettensäge aber auch verfolgt mich was. Boah, lauf! Das war falsch. Hä? Das Viech hat mich grüßt. Unter. Ja? Ich wollte. Wie du gerade spielen, Schatze. Hä? Ja, bring ihn halt her. Bring ihn halt her. Ich verstehe nicht, wo lang. Ja, warte kurz, ich lass mich kurz umbringen. Ja, ich schau jetzt so zu. Komm gleich. Ach, Chris. Ja. So. Ach, Chris. Achso, ja. Los. Okay. Oh. What? Das Viech hat mich erwischt. Warum? Hallo? Hey! Warum hat das Viech jetzt erwischt? Ich hab was gesehen. Ja, was denn? Ja? Da ist eine Tür aufgegangen. Oh, das ist zu schnell! Es ist zu schnell! Ich hab's gesehen, aber ich hab am über euch hab ich was gesehen, dass er der blaue Raum war. Ja, aber da kannst du nicht rein.
Man braucht die Kettensäge. Also umdrehen, ja. Kettensäge. Auf die Huren, die ich verkackte. Jetzt ist mein Essen da, na super. Ja. Ich bin halt erst kurz tot. Wir schwulen Türen! Ich bin vollständig vollständig. Das ist Kackvieh. Kommst da nicht durch, das rennt zu schnell. Da muss er auch Kitzeln gehen. Irgendwie laufen wir falsch, garantiert. Nimm auch die verfickte Tür auf, das kann doch nicht sein. Ah. Mein Essen ist da. Ja genau, komm halt vor mir! Oh, jetzt bin ich falsch gerannt. Oha, du bist weitergekommen als ich. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Renn um dein Leben. Du bist tot. Fick dich. Da kannst du weiter hochrennen, glaube ich auch noch. Ja, so weit bin ich noch nicht gekommen. Weil ich immer an den Türen hängen bleibe und dann hat mich das Vieh. Geht schon. Ich tu danach essen. Ich muss das erste runter. Das ist runter. Ja, dann mit der Kettensäge muss das erste runter. Hä? Ich seh nix. So. Lauf! Jetzt lauf, du Arsch! Meine Güte! Wir bleiben beide hängen. Ich bin tot. Ey, du bleibst an dieser scheiß Ecke immer hängen, wo du runterspringen musst. Die hohen Dielen gingen auch, Gott sei Dank. Das ist dumm, aber vielleicht kann man es zumachen. Vielleicht kann man es auf F zumachen. Das obere Viech verfolgt ihn immer, aber da kommt unten an. Bin ich überhaupt richtig gegangen? Ich weiß es nicht. Vor allem die Viren gehen zu langsam auf, wenn du es aufmuckst. Die müssen schneller aufgehen. Nein, die kannst du nicht mehr zumachen, die scheiß Tier. Na geh runter! Falsche Richtung. Fick dich! Das ist urschwer. Ja, man sieht ja gar nichts mehr. Krieg ganz unten jetzt nicht weiter. Da musst du dich einbiegen. Das will ich nicht fressen. Wenn du da rüberkommst, gibt es dann ein Tier, du musst reinrennen. Auf jeden Fall. Ich hab nichts mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich sehe dich nicht einmal. Nichts mehr gesehen. Ja, wo willst du denn dann lang? Nein, man muss in die Tierlot rein. Es gibt immer mehrere Wege, das ist zum Arsch. Also, das ist wirklich scheiße gemacht. Dass es mehrere Wege gibt. Komm, jetzt holen die und geht's auf. Ja, mach auf, du Kacktier. Wir sind schon tot. Das Vieh ist schon zu nah, wir haben schon verkackt. Erst du hohen Tür, Alter. Das Vieh ist direkt hinter mir, wir haben schon verkackt. Nee, unten geht's weiter, unten kommt das nächste Vieh. Ich hab's schon gesehen. Ja.
Willst du verarschen? Die Hund, die ist zugegangen. Ja, ist eine Falle, die Tür. Boah. Ah, schau, Hundstreck. Das mit der Kettensäge ist auch scheiße. Normalerweise einmal und alles ist weg für Holz. Nicht zweimal, dass der scheiße ist. Hey, warum hänge ich jetzt schon wieder? Die Kettensäge hat durch. Ich trau sogar gerade durch die Kettensäge. Und tot. Ich bin schon wieder vor Schoko. Nicht sehen. Keiner von euch Burden. Oh Scheiße. Oh fuck, ich bin tot. Life, jawohl. Das Vieh ist mir hinterhergerannt und ich bin in die Sackgasse gerannt. Du bist... Bleib genau da, wo du bist. Beziehungsweise geh weiter. Ich bin falsch gegangen, ich bin so Geist reingerannt. Aber das Vieh ist mir hinterher gerannt. Gott sei Dank. Na endlich. Ja gut, dass es mir hinterher gerannt ist, ne? Hey, jetzt sehe ich noch, ja wunderbar. Leider bringst du nichts. Aber das Einzige, was man weiß, geht die Kollision, was du kannst nicht in die durch selber durchgehen. Ey, eigentlich müsstest du die Türen alle zur Seite schmeißen können. Ja. Was haben wir da? Fragezeichen. A, B und C. Fernseher. Ist da irgendwelcher Fernseher? Also Aufzug auf jeden Fall. Ja, aber kommst du da weiter, wenn du irgendwas machst? Ja, mit dem Aufzug kannst du weiter fahren auf jeden Fall. Aufzug oder ist da ein Rätsel, was man lösen kann? This way. This way. Was this way? Hier steht doch, du musst hier das irgendwie so, das sieht aus wie ein Fernseher oder so auf dem Tisch, wo so ein Zettel dran ist. Und die musst du hier irgendwie davor. So steht das da zumindest. Vielleicht kriegst du ihn erst von unten. Ah, etwas Exit. Achso, das ist die Straße. Da sind wir hergekommen. Ja. Dann ist nur noch der Abzug. Ja, das ja, und diese Dinger hier kannst du ja nicht schieben. Ist die Frage rauf oder runter dann? Ich fahr den Aufzug auf euch. Vielleicht müssen wir ja das holen mit einem Aufzug. Wir gehen mal hoch. Was kann schon schief gehen? Er macht den Aufzug kaputt. Also normalerweise würde man hier Leute mit 1000 Maschinengewehren. Siehst du hier ein TV und den musst du da rein? Oder wie? Da hinten ist das rote Licht. Table reserved. Das war ein gutes Gefühl. Ja. Da ist auf jeden Fall ein böses Auge oder so. Was kann das? Kommt das durch die Tür, durchs Fenster? Ja. Das kommt durchs Fenster. Ein Riegel. Oh, da ist ein fettes Viech. Wo? Draußen. Ich hab gerade zwei Schüsse gehört, hat er nachgeschossen. Wer ist schon tot? Noch keiner. Keiner.
Wo ist der Michi? Ich hocke jetzt gerade im Badezimmer. Ja, kann ich rauskommen? Ich bin weitergegangen. Ich bin im Zimmer drin. Ich war im Badezimmer. Weil nicht, dass der dann noch durchs Fenster springt. Oh, oh. Bist du das da hinten, Michi? Ja. Ich glaube, das Viech, wenn das Viech beim Fenster ist, kommt das fette Viech. Weil das ist jetzt da wieder. Wo wir jetzt sind. Ich glaube, ein anderes Wasser. Das klopft ans Fenster. Da war mein Ausweis. Aber guck mal, Chris, immerhin kannst du richtig schön einen abseilen. Es gibt Klopapier. Oh! Seid ihr tot? Der Thomas ist gestorben. Also du darfst nicht zum Fenster gehen. Ich wollte dem Vieh eigentlich meinen Ausweis zeigen. Das Vieh wollte aber wohl gleich DNA als Beweis. Da fuhren rein, ne? Michi steht jetzt einfach in der Tür mit dem Rücken zum Flur. Er spielt auf Risiko. Excuse me. Oh fuck, du bist tot. Fick dich. I got it. Das war urschnell, Alter. Alter, das ist echt wie eine Spinne. Keine Ahnung. Chris, das ist so eine Art Spinne. Nämlich, ich glaube, du hättest erst um die Ecke linsen müssen, so. Du kannst dich ja so schräg stellen. Wahrscheinlich, ja. Alter, das ist ja nur so eine Spinne. Wieso kann ich nicht zum Chris wechseln? Hallo? Wie wechsle ich die Ansicht zum Chris? Keine Ahnung. Ich kann nur deine Leiche sehen. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Aber willst du daran vorbeikommen? Das tut die ganze Zeit hier an derselben Stelle hin und her laufen. Komm durch drei. Es kommt nicht in den Raum rein. Ja, Michi wurde aber gefressen, weil die Tür war noch zu. Und während er aufgemacht hat, nom. Das ist ja nicht wie Dark Souls, du. In Dark Souls bist du ja unsterblich, wenn du Türen zumachst. Oder auf. Ich habe keine Ahnung, wohin. Das Vieh kommt. Hat das eigentlich so ein Vogelschädel als Kopf? Ich glaub schon, ja. Was ist der komische Spinne, ey? Oh fuck. Bist du tot? Ja. So ein Chris? Durch die Wand durch? Das ist aber gut. Ich sehe hinten gern Schritt so gut weg wollen. Was bringt der Energieriegel? Ich verstehe das nicht mehr. Ich frieße das aber auch schon scheißegal. Fahr mal jetzt runter, ich mach nicht drauf. Geh hoch! Ja, mein Riegel ist. Wir haben Hunger. Wir haben Riegel gegessen durch die Gasmaske. Wie schiebst du den der eigentlich durch die Gasmaske durch? Aber auch eine drängen, also dann kommt da ein bisschen was rein. Durch den Kohlenstofffilter, sagst du? Warte, ich bin vorher links gegangen, jetzt gehe ich mal rechts. Tja, Vieh. Hier geht's auch lang. Was? Hier ist auch eine Tür. Ich hab da schon einen gefunden, na saugeil. Einer noch? In so einer Strecke. Da steht schon wieder hinter mir, ne? Hallo. Excuse me. Chris, wenn du rausgehst direkt aus dem Fahrstuhl, du kannst auch in eine andere Richtung gehen, da geht's auch weiter. Ja, das haben wir vorher, ne? Ich habe einen Fernseher. Sie können den Fernseher nicht mit der Gegenstand bedienen, also. Da will ich mir vorwaschen. Wie soll denn das schaffen? Wo bist du denn? Oh fuck, ich bin tot. Ich bin im Fernseherschutz. Ich gehe euch hinterher, da ist die Spinne. Ich habe im Fernseher, aber du kannst da richtig scheiße gehen. Ich merk's. Wo bist denn du?
Das ist eine gute Frage. Er hat einen Fernseher. Spinne kommt, die Spinne kommt. Fick dich. Wie komme ich da überhaupt raus mit dem scheiß Fernseher? Oh, ein Energieregel oder ein Hunger. Hast du einen Hunger? Lecker. Hast du nicht durch die Tür? Oh ja. Spinne kommt. Die Spinne rennt jetzt dabei immer drum, die muss weg, sobald die weg ist. Ja, mach doch einfach mal die Tür zu und warte mal. Wo bist du überhaupt, Chris? Anderer Raum hinten. Ah, hallo. Ist der da ganz vor? Die kommt wieder, die kommt wieder, die kommt. Dann warten wir, bis weiter weg ist, Alter. Die geht mal Uhr am Arsch. Wie narrisch die ist. Sie geht wieder her zu uns. Sie kommt wieder. Na ja. Liegt was am Klo, dass ich was nicht immer kann. Ja, mir kam sie entgegengerannt, als ich durch hinterher gehen wollte. Bin ich bloß andersrum gelaufen. Könntest du Urscheiße laufen? Ja. Wo läufst du hin? Der Fernseher ist so scheiße. Ja, genau da, wo ich hinter dir bin ich gefressen worden. Okay. Da war ich eh direkt bei euch und wurde gefressen. Ich habe keine Ahnung, wo die Tür ist. Du, links von dir. Alter. Das ist so scheiße zum Gehen. Ach, geht ja automatisch. Oh, der Fernseher ist auch mal oben. Alter. Michi, das kommt schon. Du bist tot. Mach's auch so wie. Schaut das behindert aus. Ah, ist immer da. Nur halt oberhalb. Cool. Michi, bleib. Hä, hey, warum geht's nicht weiter? Die Frage ist, wo sind denn die Viecher hier draußen an den Fenstern? Hä? Wir wissen den Fernseher, weil es zu ist. Ja, wir müssen es erst runter. Sie behindert es. Und ich kann nur noch zugucken, ist so kacke. Das lässt mich gleich aussehen, also ich spüre halt, wo man hin und her packt. Ach, nicht, dass du es das schneller machen kannst, das verstehe ich auch nicht. Kann ich doch alleine auf? Ja, wirklich? Nein, cool. Ich hab's schon probiert, das geht nicht. Was steht denn da überhaupt oben? Was ist denn das überhaupt für einer? Ah. Die Frage ist, muss das rausgucken aus dem Fenster oder vom Fenster weggucken? Ah. Warum muss denn das aus dem Fenster rausgucken? Ich weiß, welcher Sender ist denn drin? Gut, dann bei den nächsten. Ey, da liegen immer neue Sachen. Jawohl, her damit, ist auch alles weg. Wisst ihr, wie langweilig das ist, dass ich nur zugucken kann? Mhm. Ja, ich war da schnappen. Ah. Warum habe ich gerade zu kacken gesagt? Der wird einfach gießen. Der wird einfach gießen. Ja. Warum denn nicht, Chris? Na, auch für mich. Ah, oh nein. Einen Fernseher gibt's glaube ich noch, oder? Einen gibt's noch. Wird aber essen, ja. Ja, dann braucht man nicht. Da ist einmal safe, da kommt ja kein Gegner, ich hoffe immer. Okay, jetzt werde ich gefressen, er hat's verschrien. In der zwei Wochen, du schreibst den Fernseher, weil man kriegt das wie einer. Aber das war dann, wo ist denn da hin? Aufzug. Wir haben A und B haben wir. C fördert noch. D ist wahrscheinlich ganz weit vor. Ich gebe glaube ich nur 3. Ja, aber
C ist wahrscheinlich ganz vorn. Das ist ja die Frage, ob es gespeichert ist. Ich hoffe, dass es gespeichert ist, weil das ist ziemlich scheiße zu fahren. Naja, es waren zwei auf derselben Stelle, ne? Oh, was ist der Deutsche? Keine Ahnung. Ich meine, ist hier beim Fahrstuhl safe. Gut, ich gehe wieder rechts, Chris, ja? Ja. Ja, sag Chris, hast du mal Wasser? Ich hab keins. Cool. Hast du Mandelwasser? Die waren Riegel, was willst du? Und unter Augen am Fenster. Da schnappen wir ja wieder. Kannst du ihn anleuchten? Verbisst er sich dann? Lecker. Beschier, Alter. Oh, der sieht aber aus, du. Das ist ein Gerippe. Klopf woanders. Ist besetzt. Ich hab ihn. Ich hab C. Die runterschnappen. Ich hab C. Alter, was sind denn das für Räder? Ja, es sind rein richtige Scheißräder. Normalerweise nicht das vor. Und wo ist der? Das Vieh kommt. Ich hab's gekehrt. Es ist bei mir das Vieh. Okay. Michi, lock es weg. Ich sieh's nicht aus, wenn du auf Fernsehstelle im Weg. Hallo, Viech. Was ist das? Der steht genau vor mir. Vorsicht! Warte, ist noch eins. Sind das jetzt zwei? Wieder ist noch eins. Ja, ich bin gleich tot, ich werd verrückt, ich bin tot. Bei mir ist eins. Ja, ich bin tot, ich bin verrückt geworden. Ich muss es allein schaffen, Chris. Muss das sagen, ob der kommt? Ich sieh's nicht. Er ist vor dem Weg. Was ist das für ein Scheißdreck? Ist das das Pentagon oder was ist das? Ich sehe es leider nicht um die Ecke. Das ist echt besser, ne? Rückwärts laufen geht das echt besser anscheinend. Jetzt bist du eh safe, ab jetzt kann eh nichts mehr kommen. Komischerweise, die Gerippe klopfen ans Fenster, aber hier bei den offenen Balkons kommen die nicht. Keine Ahnung. Die muss mal einer verstehen, du. Wir haben ja auch kein Gehirn mehr, ne? Ja, Aufzug packt sich vorher immer dumm in der Küste aus. Ja. Aber jetzt sind alle Fernseher da. Das ist die Frage, was passiert, wenn du den dritten hinstellst. Und dann kommt das Ringmädchen raus. Hier kommt ein Sauron, du. Ein Ring. Ein Ring, sie alle zu knechten. Ins Dunkel zu treiben. So. Tür ist auf. Nur sind die Gerippe. This way. Oh fuck. Wow. Das ist springende Freiwilligung. Kein Wunder, dass das steht this way. So, und jetzt. Oh nee, schon wieder ein Pool-Level. Diesmal müsst ihr sterben. Ich konnte gerade gar nichts mehr machen. Hammergeil. Es ist nicht safe hier. Okay. Wie kommst du darauf? Weil das Wasser so schwer ist. Naja, auf jeden Fall, ne? So, was steht da oben? Wenn du einmal musst, einmal in so einen Pool rein, ne? Oh nein. Hey, schau. That stuff will infect you if you walk inside. Cool. Das Grüne hier? Anscheinend.
Wie kann ich vor? Ah, so kann ich vor. Leroy Jenkins! Einmal reinspringen. Willst du eine Rolle drin? Nee. Kommt man überhaupt rein? Ah, F drücken. Jetzt bin ich drin. Wer ist der Steuermann hier? Okay. Alter, du kannst ja kaum Alter, du kannst ja kaum die Kamera drehen. Wie scheiße ist das? Aber wir sind doch. Kannst du ja nicht mal nach hinten gucken? Weiß ich nicht, ob ich darauf muss. Ich komm da glaube ich nicht drauf. Nein, du musst einfach nur fahren. Ist das sicher? Ich glaub schon. Du musst dich ja gar nicht hinsetzen. Bleib mal kurz. Wie kommst du da jetzt drüber? Ah, okay, einfach nur. Okay, ich hab Ventile. Achso, du musst das Wasser enthält dran, dass wir durchfahren können. Du musst auch noch am Boot drin bleiben. Solange kein Vieh kommt. Aber das Wasser ist ja doch gar nicht grün. Oder sowas. Bunker vielleicht. Ich habe es alle aktiviert. Sehr weh, du Heaven. Ach so, muss man das in einer Reihenfolge aktivieren? Das ist der Ding, was ich schau grad. Solange nicht irgendwie ein Vieh hier gleich den Jesus macht und übers Wasser läuft? Was bringt mir das, dass ich da ganz oben bin? Keine Ahnung. Ich denke mal, das Wasser muss noch mal höher steigen, weil da sind ja solche Brücken. Da musst du ja auch irgendwie dran vorbei. Deswegen musst du da ganz oben dann gleich sein, wahrscheinlich, weil alles unter Wasser ist. Weiß ich nicht. Was ist denn das für Kacke? Schaut, dass ich geketten sehe. Ich geh mal da. Da ist nix. Nimm mal ins Wasser, ich will die Infektion sehen. Ich muss mit den Rädern was zu tun haben. Dann müssen wir mal schauen, oder? Vielleicht alle gleichzeitig irgendwie aktivieren? Ihr braucht meine Intelligenz, ich sehe es schon. Was? Willst du deine Intelligenz mit mir teilen, Ren? Mein Schnuffelkater? Willst du mir zeigen, wie intelligent du bist? Willst du dieses Rätsel für mich lösen? Anscheinend nicht. Das ist ja kein Zählstil, was man da machen muss. Da geht's rauf, da es muss ich. Aber irgendeinen Hinweis geben. Da geht's auch rauf. Gibt das auch, wenn ich springe? Der, so nicht. Warte mal. Jetzt bin ich ganz so, jetzt bin ich noch weiter oben. Ah, okay, das ist falsch. Warte mal, ich weiß gar nicht, wie es geht. Eins. Zwei. Das ist falsch. Wer druckt? Ich nicht. Es geht automatisch wieder zurück. So. Da haben wir irgendwas übersehen. Also weitergehen kann man mal nicht. Ich muss irgendwas in dem Raum zu tun haben, aber ich habe keine Ahnung was. Dann drücken wir mal alle gleichzeitig bei den Rädern. Vielleicht müssen alle gleichzeitig an sein. Aber ist das ein Level, das du solo gar nicht schaffst? Oh ja, das ist ein Trick, da muss ich mir einen Trick geben. Warte mal, da ist ein Gebäude. Ich mag mal das anschauen nochmal kurz.
Demo muss aber ein Hinweis sein. Auf jeden Fall, die mit den Rädern da, das bringt irgendwie gar nichts. Da ist irgendwie gar nichts. Und was ist, wenn nur die vier, die ersten, die vier hier von rechts müssen? Weil hier oben vier Striche sind? Na, probieren wir. Ja, das kann aber nicht die Lösung sein. Ja, komm. Wie gesagt, irgendwas hier muss doch ein Hinweis sein. Ja, aber was? Ich sehe nichts. Ja, ist ja das Problem. Aber irgendwie muss es einen Hinweis geben. Woher sollst du denn wissen, was das für... Taschenlampe hat auch keiner, ne? Nicht, dass hier ein Zettel versteckt ist oder so. Oh ja, ich hab schon geschaut. Also auf der anderen Seite hab ich geschaut. Ich glaube eher, das steht am Anfang, was man da machen muss. Komm mal zurück. Also da steht nur, das infekte Wasser wird dich töten, wenn du drinnen stehst. Ja, hier vorne ist das infected, hier vorne ist das. Das grüne. Hier, ja, nur hier vorne ist das aber grün, danach nicht mehr. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Aber warum gibt es hier eh drei Brücken? Eine hätte es doch gereicht. Aber da ist sonst nix. Hä? Ja, aber... Das ist wahrscheinlich so simpel, das Riesel, aber wie ist ein Splat dafür? Da muss man mit dem Boot vielleicht drauf fahren auf irgendwas? Ich frag mich ja, was diese Konstrukte hier darstellen sollen. Ich gucke mir alles an, ich sehe keinen Hinweis. Ja.
Ja, aber was ist denn dann? Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall kein Wasser drin. Also es war schon lang losgegangen. Das Problem ist, es gibt aber auch nirgendwo ein Ventil, dass du das Wasser andrehen kannst. Kannst du überall langlaufen, es gibt nirgendwo ein fucking Ventil, dass du es anmachen kannst. Grünes Wasser. Ja. Habe ich doch gesagt. Hier vorne ist ein grüner Fleck und ansonsten ist hier nichts. Nur da vorne ist der grüne Fleck. Wenn du da reingehst, stirbst du, aber ansonsten passiert dir nichts im Wasser. Da, frag mich nicht, wie das funktioniert. Ah, da kann man schwimmen. Cool, kommst doch wieder raus? Ja. Ja, mit dem Boot. Oder da vorne. Bin verwirrt. Ich auch. Ach, man kann hier gar nicht weiterlaufen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Also, aber ich verstehe nicht. Ja, welcher Reihenfolge denn? Ich kann dir ehrlich nicht sagen, wie. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, da drüben im Haus gibt es keine Tipps, ne? Na, es gibt nirgends Tipps. Ich habe es geschafft, alle anzumachen. Hat nichts gebracht. Ja, was ist das Rätsels Lösung? Ich weiß es nicht. Ein Hinweis, ich verlange einen Hinweis. Oh, mach einen kleinen zurück. Oh, oh. So bin ich mal zurück, jetzt bin ich hin. Warum? Weil ich drüber gesprungen bin. Du kannst auch von da wieder runterspringen, da. Ich bin ganz woanders. Ach, das ist der Michi. Ich bin da ganz erfuhren, wo es mit dem Polo angefangen hat. Da gibt's auch nichts. So. Komisch. Sehr gut, Sinn machen wir die, wenn es dunkel wird und das Wasser steigt. Dann wäre das okay. Aber es ist ganz halt nur hell. Und wir kommen jetzt zurück. Hä? Bist du jetzt ernsthaft durchgerannt? Ja. Ich hab schon mal überlebt. Ich check das aber nicht. Sorry Leute, ich check das nicht. Wie auch nicht. Bin zu doof für das Rätsel. Es gibt keinen Hinweis, das ist das Problem. Rätsel ohne Hinweise kann ich nicht, außer die Rätsel sind einfach. Also, du kannst dran, was du willst, es kommt nirgends der Wasser raus. Normalerweise sollte der Wasser rauskommen. Ey, ich bin rausgeflogen. Cool. Kannst du auch mal beitreten oder muss ich. Ja, warte mal, muss ich mal einmal ausprobieren. Ich kann nur zuschauen drücken. Ja, vielleicht, wenn wir alle sterben. Warte, ich bring mich kurz um. Ich kann nur zuschauen. Scheiße.
Nein, ich glaube, das geht nicht so. Da musst du in die Lobby aus. Ja, glaube ich auch. Nein, ich kann nicht rein. Da kommt nur Zuschauen. Ist in die Lobby wieder. Also, einmal Video beenden und neu.